Herzlich willkommen im täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Heute am Montag, den 31. Juli 2017. DAX ist nach wie vor in der Rückwärtsbewegung, wobei man am Freitag ein Intraday-Reversal gesehen hat. Das heißt, er hat sich von den Tiefständen noch ein gutes Stück erholt. Deswegen hatte ich ein wenig Überlegungen und Befürchtungen, sage ich auch extra, dass wir jetzt nochmal in eine 2-3-tägige Erholung reinstarten. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, aber der Kaufdruck, der ist doch relativ überschaubar. Heute Morgen sahen wir im Vormittagshandel mal kurz die 12.190. Dann hat er sich aber wieder 30 Punkte nach unten bewegt. Das ist alles nicht die Welt, muss man natürlich sagen. Das sind kleine Schritte, aber sie zeigen doch, dass es im Moment relativ wenig Käufer am Markt gibt. Und das ist ja auch nicht so besonders verwunderlich, denn morgen beginnt der August und da ist die Börse ja traditionell mit dem September in einer eher schwächlichen Verfassung. Viele Händler sind auch im Urlaub. Das bedeutet, dass auch kleinere Umsätze Kurse stärker bewegen können und dem möchten sich viele Asset Manager nicht aussetzen, dieses Risiko nicht eingehen. Deswegen fahren sie ihre Position zurück und das sehen wir in den letzten Tagen. Das heißt, gehen Sie davon aus, dass wir für die nächsten Wochen eher mit einer Abwärtsbewegung weiter zu rechnen haben. Ich hatte das ja in den letzten 2-3 Wochen ausführlich schon erläutert, was die Gründe dafür sind und wie die Markttechnik sich darstellt. Muss ich nicht alles wiederholen, wissen Sie alles, aber die Abwärtsbewegung, das ist die Quintessenz des heutigen Tickers, die hat noch nicht ihr Ende gefunden. Wir sind noch nicht bei einem attraktiven Einstiegsniveau, dass man dann die Winterrallye mit einem gefüllten Depot angehen könnte. Ganz besonders vorsichtig wäre ich im Moment bei Snap. Bei Snap sind wir ja eigentlich schon die ganze Zeit auf der Verkaufsseite. Schon vor dem Börsengang hatten wir uns sehr kritisch mit der Aktie auseinandergesetzt. Jetzt vor wenigen Wochen hatte ja auch ein der emissionsbegleitenden Banken geäußert, dass man sich in der Bewertung geirrt habe und das Kursziel von 28 Dollar auf 16 Dollar herabgesetzt hat. Dem werden sicherlich auch viele Asset Manager folgen, gerade vor dem Hintergrund dieser Kursentwicklung. Wir sind bei Snap ja seit dem Börsengang sofort auf die Short-Seite gegangen. Hat sich inzwischen auch gelohnt. Unser Einsatz hat sich hier fast verdoppelt. Jetzt ist zu erwarten, dass hier möglicherweise nochmal eine Beschleunigung hineinkommt, denn bei dem Fotodienst läuft demnächst die Lookup-Period ab. Das heißt, viele Investoren, die sich verpflichtet haben, Aktien zu halten, die erhalten dann die Erlaubnis, ihre Positionen zu verkleinern. Und in dieses fallende Messer will natürlich niemand Positionen aufgreifen. Das heißt, unterm Strich kommt noch mehr Material an den Markt. Und es wird wenig gekauft. Das heißt, dieser Abwärtstrend, der könnte sich dann nochmal beschleunigen. Das heißt, wer hier noch nicht an Bord ist mit einer Short-Spekulation über Put-Optionsscheine, über CFDs, wie auch immer, der kann hier getrost noch immer zugreifen. Wie gesagt, wir rechnen mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung nach unten, zumal auf operativer Ebene noch lang keine Gewinne zu erwarten sind. Das sagt selbst das Management. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse am Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen bei Ihren Dispositionen. Ihr Bernhard M. Klinzing.